Willkommen zu einem weiteren MS-Style LP unterwegs. Heute bin ich auf der Game City in Wien. Nachdem es ja bei uns in Österreich keine Gamescom gibt, bin ich auf der Game City. Das ist eine kleinere Version von der Gamescom, wo man die PS4 und so weiter, also Xbox One und alles mögliche, Wii U, anspielen kann. Testen. Aber auch alte Geräte, wie zum Beispiel den NES, sollte man da sehen. Genau, da, bei der Kinderzone, da ist so ein Donkey Kong Spiel. Bei den 16er Bereich komme ich nicht hinein, weil ich mir kein Bändchen geholt habe und ich habe ernsthaft keine Lust, mich so lang dort anzustellen. Das heißt, den 16er Bereich werdet ihr leider nicht sehen. Ich auch nicht. Aber dafür die anderen Sachen halt. PS4 und so. Aber was wollte ich noch sagen? Genau, das hier ist die Seite von der Game City. Wenn ihr euch da umschauen wollt, dann klickt ihr einfach auf den Link, der in meiner Beschreibung dann stehen wird. Die Game City war am Freitag bis am Sonntag, ist sie. Also gestern war ja Freitag. Und ja, wir werden uns dann bei der Game City wiedersehen. Also dann, bis später. Oder für euch, bis gleich. So, willkommen auf der Game City. Ich hoffe, man hört mich gut. Ja, Game City, yeah! Heute ist Samstag. Und wir sind schon mittendrin, das wird man wahrscheinlich auch an der Musik hören. Also hier spielen die anderen Call of Duty oder Paintball. Naja. Ich hoffe, man, wie gesagt, ich hoffe, man hört mich gut. Und dann sehen wir uns bei den Games und was weiß ich was. Also bis gleich. Willkommen zu den Retro-Spielen. Ich wusste gar nicht, dass die Retro-Spielen ein Display haben. Ein Touchscreen. Das ist das erste. Man ist ein bisschen überbelichtet. Alter. Du hast ein Foto gemacht. Oh, die Soda. Alter, weil wieder was. Ich will sterben, Mann. Hier sehen wir den Marvin beim Versuch zu sterben, aber er schafft es nicht. Warum? Ich kapier das nicht. Warum? Wenn du Enter machst. Ich will sterben, ich will nur sterben. Ich check dieses Game. Ah, okay. Egal, dann stehe ich halt nicht. Was ist das? Hier spielt. Deine Mutter steht. Marvin spielt auf dieser Konsole am PC. Oh, ich wollte das Herz nehmen. Robert, wie geht man drauf? Muss ganz im Land mehr. Ah, ja, drauf. Und so. Und so. Ja, wie viele noch? Und so. Alter, wie viele von den Pennern kommen eigentlich? Hier hoch. Ja, wenn man so Spaß macht. Oh. Was? Wie man sieht, ist Marvin zuerst. Wo? Oh. Robert, wie öffnet man Ton? Nur hingehen. Okay, nichts. Ach, da ist der fucking Schlüssel. Ja. Ah, oh, willst du mich verarschen? Stirb. Tschüss.
Alter! Ich will pflanzen. Thank you.
So, wir haben ja auf der Game City Mario Kart 8 gespielt. Mega geiles Spiel, wirklich hyper geil. Mir hat's richtig gut gefallen. Ich bin zwar kein Fan von Bewegungssteuerung, aber in dem Spiel macht's mir wirklich überhaupt nichts. Echt super. Die Grafik wunderschön. Die Landschaft extrem geil. Das Gameplay richtig cool, macht wirklich Spaß. Man sollte es auch in den vorigen Videos gesehen haben. Vor allem diese über den Kopf fahren und so wunderschön unter Wasser. Also super Spiel. Richtig, also momentan würde ich mir 100% kaufen. Hätte ich eine Wii U. Mega geil, richtig, also einfach nur toll. Ja. Möchtest du was dazu sagen, Marvin? Ja, also ich finde das Spiel auch, wie der Marvin schon gesagt hat, mega geil. Und was mir gefällt, das ist zwar nur ein kleines Detail, aber bei einer Strecke gibt es am Anfang, da ist ja, wird da immer ein kurzes Streckenvideo abgespielt. Und da waren Wasserfälle und die haben richtig gespiegelt, wie in einem, bei einem Spiel, was, weil Mario hat ja nicht jetzt so eine, weiß nicht, Battlefield oder ist jetzt eine Street-Grafik, aber zum Beispiel die Wasserfälle, die haben auch so schön gespiegelt und das Spiel ist überhaupt einfach nur genial. Einfach genial. Ja, und ich habe das Spiel zusammen mit meinem Freund Marvin gespielt. Und ein positiver Teil, der mir aufgefallen ist, dass jetzt nicht mehr beim Multiplayer der eine Spieler oben und der andere Spieler unten ist, wie man das auch im vorigen Video gesehen hat, sondern auf der Seite. Das bringt einige Vorteile, da der Bildschirm halt auf der Seite größer ist und dann hat man ein schöneres Bild und das ist nicht so langgezogen und hässlich. Eine wunderbare Verbesserung. Und ich finde auch gut, weil bei der Wii U gibt es ja bekanntlich ein Gamepad. Das, bei dem Gamepad kann man einstellen, man kann sich aussuchen, entweder man steuert mit Neigung, also Sensor, Neigungssensor, oder man kann dann auch mit den Steuerknüppeln auf dem Gamepad steuern. Das finde ich auch sehr, sehr gut gemacht. Ja. Und von Mario Kart 8 kommen wir dann zu Super Mario 3D World. Also schaut euch das Video an und wir hören uns dann gleich wieder. Also bis gleich. Bin ich auch wieder mit der Nachbewertung oder was auch immer zu der D
Demo von Super Mario 3D World. Ja, wir haben, also es gab 5 verschiedene Level oder Spielmodi. In der Demo, genau. Wir haben einen gespielt, wo man diese neuen Röhren austesten konnte. Wir haben aber auch den Bossfight gesehen, den man gerade eben im Video gesehen hat. Dann habe ich noch dieses mit der mit diesem Viech gesehen, wo man auf den reiten kann. Ah ja. Ja, und was ich gespielt habe, also ich finde das Spiel momentan nicht so gut von diesen Röhren. Also die Röhrensteuerung fand ich extrem behindert. Naja, also ich fand es eigentlich eh nicht so schlecht, aber... Ja, ich fand das Spiel auch okay, aber was ich gespielt habe, diese Röhren gefallen mir überhaupt nicht. Ja, das ist irgendwie... Ich fand die Steuerung extrem behindert. Irgendwie musste man, wenn man durch die Röhre will, raufdrücken. Habe ich auch getan, aber es ist nicht raufgegangen. Ich habe nicht verstanden, warum, und bin dann meistens gestorben. Es können bis zu 4 Spieler spielen. Also einer am Gamepad und 3 an den Wii Fernbedienungen. Ja, ich habe an der Wii Fernbedienung gespielt und ich war Mario. Und ja, diese Röhren gefallen mir überhaupt nicht. Zwar sieht das Spiel mega, mega, mega geil aus. Und diese Blasen, die man ja aus den Bros-Spielen kennt, die gibt's auch wieder. Und die haben diesmal Spiegelung drin. Ja, die haben eine mega geile Spiegelung drinnen. Eine wunderschöne. Aus den Blasen kann man sich auch selbst jetzt befreien. Einfach den 2-Knopf drücken und dann fällt man auch hinaus. Das habe ich ein bisschen später erst kapiert. Ja. Dann bin ich auch meistens gestorben. Also, ich finde es noch nicht ganz gut. Diese Katzenanzüge sind cool, aber die Röhren gefallen mir überhaupt nicht. Aber die Levels sind sehr lange. Ja, also ich fand das Level mit der Röhren deswegen irgendwie eigenartig, weil wenn man mal in der Röhre, also nachdem wir bei der Game City zu viert gespielt haben, also ja, war es irgendwie so, dass wenn einer vorgegangen ist in die Röhren und die Röhre in den Röhren bewegt man sich ziemlich schnell fort und man keine Zeit hatte, auch in die Röhre zu kommen, dann ist der Bildschirm verschwunden. Der Bildschirm ist dann nämlich dem ersten nachgegangen und da habe ich irgendwie voll die Orientierung verloren und die Steuerung habe ich auch nicht verstanden am Anfang, weil das Gamepad und die Wii-Controller haben ja einige Buttons drauf, aber es kommt mir irgendwie vor, als wären bei 3D-Land nur 3 oder 4 belegt worden. Also irgendwie habe ich das nicht ganz verstanden. Und also ich fände es toll, wenn sie das nochmal überarbeiten würden, aber das Spiel ist eigentlich so auch nicht so schlecht. Ja, sehe ich genauso. Die Steuerung habe ich am Anfang, fand ich auch ein bisschen verwirrend, vor allem mit diesen Röhren da. Ich bin ja eigentlich kein schlechter Mario-Zocker, aber ich habe mich echt schlecht angestellt in dem Spiel, bin sehr oft gestorben. Und jetzt kommen wir noch zu einem Future. Am Schluss wird immer gezeigt, wer der beste Spieler war, und komischerweise war ich 2. Platz, obwohl ich verdammt schlecht war. Ich kapiere es überhaupt nicht, aber es war so. Okay. Dann sehen wir uns auch gleich wieder zu Donkey Kong Tropical Freeze. Da habe ich leider kein Video gemacht, glaube ich. Muss ich kurz nachschauen, aber ich glaube nicht. Aber ich kann euch nachher gleich trotzdem sagen, wie es für mich war. Also bis gleich. Ja. So, nein, ich habe kein Video leider gemacht. Warum auch immer. Naja, wir hatten heute auch nicht so viel Zeit. Waren noch sehr viele Leute da. Aber ich kann doch ein bisschen sagen über das Spiel. Es ist echt mega schwer, finde ich. Was ja nicht schlecht ist. Ich habe es
im Multiplayer gespielt mit meinem Freund, finde ich ganz cool. Ein bisschen verwirrend mit der Steuerung am Anfang, aber man kommt schnell ran. Ich bin auch so ein Fan von Donkey Kong. Ich spiel's gerne. Wir sind, aber wir haben das schwierigste Level genommen. Und das Level dauert echt lange, finde ich. Es gibt nur einen Checkpoint und es ist auch sehr viele Übungen mit Timing und sowas. Also so neue Bomben gibt's, wo man sich durchtimen muss mit den anderen Spielern gleichzeitig. Fand ich echt eigentlich ganz cool, das Spiel. Grafik, wie gesagt, auch bei den anderen Spielen wunderschön. Das hat man vor allem auch bei Donkey Kong gesehen. Also die zwei besten Spiele von der Grafik her fand ich jetzt Donkey Kong und Mario Kart. Den hat man es echt angesehen. 3D, also 3D World sah auch sehr gut aus. Also die Wii U wird, glaube ich, noch ganz cool. Möchtest du noch was sagen zu Donkey Kong? Tropical Freeze. Also, ich selber habe eigentlich noch kein Donkey Kong Spiel gespielt, weil ich bin eigentlich nichts. Ich habe zwar eine Wii, aber eigentlich bin ich nicht so der Mario Fan. Allerdings bei Mario Kart 8 und also ja, 3D Land hat sich das, glaube ich, schon geändert, aber Donkey Kong habe ich selbst nicht gespielt bis jetzt. Also ja, aber als ich bei der Game City das dann mit Marvin angezockt habe, das war wirklich mega geil. Das Spiel, der Multiplayer Modus ist so schön gestaltet. Also es gibt halt, das wie der Marvin schon gesagt hat, das Spiel ist ziemlich schwierig und ich hatte fast, es wurde mir irgendwie fast peinlich. Also ich dachte, ja, ist bei der ersten Hürde gestorben. Ja, und da dreimal. Und dann nach die Steuerung ist am Anfang einfach zu merken. Allerdings muss ich schon sagen, ich bin dann gestorben und ich hatte das Gamepad. Und da kannte ich mich nicht so ganz aus. Und dann war ich die halbe der Zeit im Überhalt. Das Game, du hattest nicht das Gamepad. Das ist beim Multiplayer nicht kompatibel. Der Timo die ganze Zeit reingegriffen aufs Gamepad, aber es ist nichts passiert. Ah ja, genau. Auf jeden Fall, ich war die ganze Zeit tot, bis ich dann drauf gekommen bin, dass ich nur auf einen Button drücken muss, um wieder zu bekommen. Ja. Ja, aber ich finde es halt auch sehr gut, wie die Level aufgebaut sind. Und bei der Demo-Version konnte man richtig hineinspielen und das hat mir sehr gut gefallen. Und das bei Donkey Kong, der hat so eine gute Grafik, dass man fast die einzelnen Haare erkennt. Ja. Also und, ich muss dich kurz unterbrechen, dass das Video nicht noch knapp eine Stunde dauern wird. Ja. Ja, also das war's mit Donkey Kong und Tropical Freeze und wir sehen uns gleich bei dem nächsten Video. Tschö. Ja. Just land.
schon klären. Nicht so fest. Die ganze verfickte Zeit. Du hast die ganze Zeit verschwendet. Eine Demo kannst du dir auf den Computer machen. Ja? Doch. Hallo? Junge Mann. So, das war's mit der Game City 2013. Ja. Ja. Und ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal bei meinem weiteren Let's Play. Ein Assassine, Robert. Da oben. Was? Nein, wir gehen noch raus. Marvin. Tschüss. Komm, geh mal. Obwohl, ich hätte doch 18er Bundle von dem Typen nehmen sollen. Ja? Dann nur so als Bundle wäre auch geil. Ja, das sieht voll geil aus, Mann. Fuck, ich bin so behindert. Geht schon selber. Warte, aber 30 Euro. Wie schlecht. Der Ball ist zu klein. Der Ball ist zu klein. Nein, aber einfach nur so als geiles Band. Die Bänder sehen auch voll geil aus. Von wo haben die die Kamera? Geil. Fotografieren.
Ah ja, ich habe PSG auch gespielt. Ich habe dreimal. Ich habe Das ist gerade da.